So, jetzt geht es um die Neuheiten und Highlights und wie man die eben eintragen kann. Und zwar gehe ich hier links einfach auf Neuheiten und Highlights und komme dann eben in dieses Fenster. Man kann dann eben, wir haben jetzt schon einen Eintrag, man könnte aber noch einen hinzufügen, man könnte auch drei Beiträge zum Beispiel dazu machen. Und genau, in unserem Fall, wir haben jetzt schon mal einen, den haben wir bei der Produktgruppe Sonstiges hinterlegt. Aber hier kann man allgemein einfach unter den Produktgruppen einfach auswählen, zu welcher das eben zählen würde, die Neuheit oder das Highlight, was man da eben vorstellen möchte. Dann hat man hier den Titel, den man vergeben kann. Und wenn es zu dieser Neuheit oder dem Highlight eben noch ein Video schon gibt oder so, dann kann man das auch hier hinterlegen, wieder mit der YouTube-ID oder wahlweise eben auch als Alternative die Vimeo-ID, wenn man da eben die Videos hochgeladen hat. Genau, und dann gibt es hier noch einen Beschreibungstext einfach. Also da kann man dann sozusagen die Neuheit oder eben auch das Highlight beschreiben, ein bisschen was darüber eben erzählen. Und dann kann man noch ein Bild eben hinzufügen, damit das Ganze ein bisschen anschaulicher wird. Und ja, genau, hier sind wieder die Abmessungen, wieder maximal 5 MB, wie gehabt. Und dann kann man da auf OK gehen und dann ist das eigentlich auch schon bei Neuheiten und Highlights hinterlegt. Und wie das aussieht, kann ich kurz zeigen. Und zwar werden Neuheiten und Highlights gleich hier auf der Startseite des Online-Portals eben angezeigt. Hier ist jetzt zum Beispiel unser Eintrag, den wir da jetzt gerade gezeigt haben. Und genau, hier wird dann eben das Bild angezeigt. Das kann man sogar nochmal vergrößern. Hier unten kann man es wieder verkleinern. Und ja. Hier kann man übrigens auch mehrere Bilder hinterlegen. Also die kann man dann hier sozusagen wie so eine Art Slider, kann man die durchklicken. Dann ist hier eben die Beschreibung und hier das Video, was wir hinterlegt haben. Und hier würde man dann auch einfach gleich zum Aussteller auf die Ausstellerseite kommen, wenn man das möchte. Aber jetzt zeige ich noch eine andere Variante, wo man die Neuheiten sehen kann. Und zwar ist das hier runter. Da kann man draufklicken und dann werden erstmal alle Produktgruppen angezeigt, die es gibt. Und genau, jetzt zum Beispiel in unserem Fall, wir haben ja die Produktgruppe Sonstiges ausgewählt. Wenn wir jetzt die zum Beispiel anklicken, dann kommen wir da rein und dann sehen wir hier unseren Eintrag. Da würde man dann auch noch jeden anderen Eintrag sehen, der eben unter dieser Produktgruppe etwas, also einen Eintrag halt reingestellt hat. Und da eben das gleiche wieder. Kann ich auf Mehr klicken und dann öffnet sich da eben dieses Pop-up-Fenster, in dem eben alles das zu sehen ist, was wir da eingetragen haben. Genau, und das war es eigentlich dann schon zu den Neuheiten und Highlights.